So, dieses Polygon-Logo ist natürlich aus einem Polygon erstellt. Ich fange also mit einem Polygon an, drücke die Shift-Taste und ziehe das Ganze auf und schiebe es mir mal hier ein bisschen in die Mitte. So, dann kommt der Linienzeichner und es werden hier also Linien durchgezogen. Und zwar wirklich von Anker zu Ankerpunkt. Also wir müssen wirklich auf dem Ankerpunkt genau landen. Also nicht nur auf dem Pfad, sondern eben auf dem Ankerpunkt am besten, dass es wirklich dann am Ende auch passt. So, drei Stück von Anker bis Anker. So, jetzt brauche ich eine verkleinerte Kopie, muss das also skalieren, das äußere Polygon. Gehe auf Objekt, Transformieren, Skalieren. 60% und sag kopieren. So, jetzt muss ich das Ganze noch mal drehen und zwar mit gedrückter Shift-Taste. Sollte ja praktisch so sein. Genau. Mit der Shift-Taste rastet das im 45-Grad-Winkel ein. Also wirklich weit genug drehen, damit es also auch wirklich dann am Ende sich bewegt. So, jetzt das Formerstellungswerkzeug nehmen, um die einzelnen Formen praktisch zu erstellen. Die beiden Dreiecke. Ich ziehe einen kurzen Strich, ziehe einen kurzen Strich. Hier klicke ich rein. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und die Mittelteile sollen abgezogen werden, also brauche ich die Alt-Taste und ziehe die hier ab. So. Jetzt habe ich eine Gruppe, also nach dem Formerstellungswerkzeug entsteht eine Gruppe. Ich schaue ins Ebenenbedienfeld, Kontrollblick, ob das auch wirklich geklappt hat. Hier sind jetzt zwei Pfade zu viel in der Mitte. Also manchmal gibt es da Reste beim Formerstellungswerkzeug, die brauche ich nicht, den brauche ich nicht und den brauche ich auch nicht. So, genau, sodass ich wirklich sechs Formen hier sehe, sechs Pfade quasi. So, ich mache schon mal Farben rein, damit man das dann auch besser sieht. Genau, die meisten sollen ja keine Kontur kriegen. So, man könnte natürlich auch sich da Farben vorbereiten, auch Verläufe gehen natürlich. Also, das kann man sich natürlich auch anders gestalten. Aber das ist ja jetzt erstmal für den Aufbau nicht so wichtig. So, ich wähle mal alles an, setze die Kontur mal auf ohne hier um und nehme die beiden Dreiecke und gebe denen jetzt eine Kontur, eine weiße Kontur nach außen. Richte die also außen aus. Kontur ausrichten, außen. Entsprechend stark machen und diese beiden Dreiecke in den Vordergrund bringen. Also rechte Maustaste anordnen in den Vordergrund. So, 3 Punkt, 4 Punkt stark, je nachdem, wie groß man diesen Abstand haben will. So, und jetzt hätte ich gern die Konturen tatsächlich benutzt, um sie von diesen Flächen abzuziehen. Das heißt, ich muss diese beiden Objekte anwählen und die Konturen in Flächen umwandeln. Sag also Objekt, Pfad, Konturlinie. Dann hätte ich Flächen. Jetzt kann ich alles anwählen, denn erst diese Flächen kann ich ja mit dem Formerstellungswerkzeug benutzen, um sie von anderen Objekten abzuziehen. Jetzt muss ich ordentlich reinzoomen, gehe auf mein Formerstellungswerkzeug, drücke die Alt-Taste und ziehe eben alle Teile ab, die ich nicht brauche. So, hier unten, dazwischen. Ging natürlich vor allem um die Lücken dazwischen. Alt-Taste drücken, Alt-Taste drücken, Alt-Taste drücken und hier auch. Hier auch. So, und hier in der Mitte muss ich wirklich kräftig ranzoomen, um das Ganze überhaupt jetzt zu erkennen. Also immer wirklich dahin zoomen, dass ich gut arbeiten kann. So, die ziehe ich zusammen, die ziehe ich zusammen. Und mit gedrückter Alt-Taste ziehe ich die wieder ab. Überflüssige Ankerpunkte kann ich noch aufräumen.
mit Ankerpunkt Löschenwerkzeug, also diese Teile hier, die brauche ich eigentlich alle nicht. Hier, da, das kann man natürlich noch ein bisschen hier zum Beispiel. Die sind alle noch durch das Formerstellungswerkzeug übrig geblieben. Die können natürlich alle weg. So, das wär's. Und dann hätte ich eben dieses Polygon, kann das dann eben auch auf einem transparenten oder auf einem andersfarbigen Grund drauf platzieren. Einfach, wenn ich, ne, also ich kann dann durchgucken, wenn ich jetzt dahinter eine Fläche setze. Genau. Dann sehe ich eben auch wirklich, dass mein Polygon da durchsichtig ist. Schwarz anordnen in den Hintergrund, dann passt das.